rausrennen! Diese Scheißstadt! Was war das? Suchst du was? Hier findest du es nicht. Also zieh Leine. Funktioniert nicht. Geht nicht? So ein Ärger. Willst du einen Tipp? Ich sag dir, wie du ihn wieder hinkriegst, wenn du willst. Alte Leute brauchen mit so Zeug manchmal Hilfe. Also, du musst ihn erst ausschalten und wieder einschalten. Hey, ich sag dir, wo du den Einschalter suchen kannst für 1000 Ads. Abgemacht? Okay, die Eddies gehören dir. Ich habe eben mehr als genug. Guter Deal. Also, wo ist der Schalter? Weiß nicht. Irgendwo hier. Hab dir ja gesagt, ich sag dir, wo du suchen kannst, nicht wo er ist. Wir spielen warm-kalt, okay? Wenn du dich ihm näherst, sag ich wärmer. Lass uns beginnen. Du kapierst es schon. Fuck. Ja, das war's nicht. Wie gesagt, eiskalt. Die hat gar nichts gesagt. Da geht ein Kabel rüber. Nein, nein. Eiskalt. Wärmer. Fast heiß. Was für eine Scheiße! Mann, wie die! Nein! Ausgerechnet an der Stelle! Scheiß Stromausfall! Ja! Geil! Es geht weiter, Baby! Jetzt hast du die Wahl! Harter Reset oder harter Tritt? Yo, 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 denk nicht mal dran, hier drauf zu gehen. Ich fass keine Leine. So fühlt sich bestimmt ein Hirnschlag an. Super, Johnny. Danke. Ich mach das doch nicht mit Absicht. Beeil dich mal. Die Zeit läuft ab. Ich geb mir ja Mühe. Warte ein paar Stunden. Ja, schön. Was haben wir sonst noch so in der Nähe gerade? Wir haben nur noch ein paar Missionen hier gehabt, ne? Nako im Ember. Müsste ich mir jetzt mal noch sprechen. Und haben wir jetzt für Mr. Hands eine Mission gemacht? Ne, ich finde immer noch zwei. Hier habe ich immer eine Schnellreise hier. Ja, habe ich ja. Ups, die.
Das muss ich jetzt machen? Ich will aber erst mit Victory. Ach, da ist das hier voller Nebel. Wie geht's, Misty? Alles in Ordnung? Geht schon. Ist nicht leicht, mein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Ohne ihn. Und du? Ich meine, ihr? Es ist seltsam, aber wir fangen langsam an, uns zu verstehen. Das dachte ich mir. Du machst es einem leicht, mit dir auszukommen, wie? Schon mal einem Typen begegnet, der sich Zen-Meister nennt? Nein, aber ich habe von ihm gehört. Wollte er dir Meditations-BDs andrehen? Aha. Dann ist er verschwunden. War nur noch seine Kleidung da. Und das beunruhigt dich? Er hat so gesprochen, als wüsste er von Johnny. Hat nichts Konkretes gesagt, aber... Vielleicht hast du seine Lehren etwas zu ernst genommen. Ja, vielleicht. Wie dem auch sei, wenn du ihn nochmal siehst, schick ihn zu mir. Willst du auch meditieren? Nein, ich will ihm die Karten legen. Wie läuft's mit Mama Wells? Ziemlich gut. Vielleicht so gut. Warum das? Nach dem Abschied von Jackie hat sie mich zu sich eingeladen. Wir haben etwas geredet. Und jetzt ruft sie fast jeden Tag an. Fragt, wie es mir geht, erzählt mir von sich, Jackie, allem. Und das manchmal stundenlang. Neulich hat sie mir einen Braten geschickt. Ist das zu fassen? Weil ich zu dünn bin und sie weiß, ich esse kein Fleisch. Wie, ich fürchte, sie versucht, mich irgendwie zu adoptieren. Wo ist das Problem? Ich wünschte, für mich würde jemand kochen. Ich habe das Gefühl, Miss Wells will nur nicht über den Tod ihres Sohnes nachdenken. Und nutzt dich als Ersatztochter. Ganz genau. Hey Misty, ich habe weitere Wandbilder gefunden. Da waren die anders. Ich kann es schlecht erklären. War anders halt. Hm. Beschreib mir, was du gesehen hast. Also, eine Gestalt mit Kapuze, dahinter ein Stern oder Pentagramm. Mit Teufelsgeschäften kennst du dich aus, oder? Der König der Pentakel. Die Geschäfte sind deine. Mit jemandem, der aus schierer Willenskraft ein mächtiges Reich errichtet hat. Solche Leute sind gefährlich wie. Die Welt sieht von einem Thron gesehen anders aus. Deine Herrschaft wird ständig bedroht. Da wäre mir der Teufel lieber, ganz ehrlich. Ich soll also vorsichtig sein? Ich bezweifle, dass simple Vorsicht ausreicht. Dafür ist das Schicksal zu stark. Folge immer deinem Herzen. Bleib dir treu, selbst wenn du mal verlierst. Da war eine sitzende Gestalt mit irgendwas in der Hand. Einer Keule oder einem Zepter oder so. Der König der Stäbe? Du bist also einem Anführer begegnet, der seine Ziele mit gewissen Prinzipien oder sogar einer Vision verfolgt. Ist das gut oder schlecht? Das hängt wie immer von dir ab. Der König der Stäbe steht für neue Chancen, für das Ablegen alter Muster und Gewohnheiten, aber auch für gewisse Gefahren, rücksichtslose Handlungen und Abkürzungen. Am Ende könnte ein Opfer stehen, das du bringen musst, um irgendeine Erwartung erfüllen zu können. Eine sitzende Gestalt mit, ich weiß nicht, einem Kelch oder so. Ah, der König der Kirche. Sei besonders vorsichtig mit Bekanntschaften, auf die sich die Karte beziehen könnte. Ich habe das Gefühl, ich muss eh immer vorsichtig sein. Einerseits steht der König der Kirche für Verständnis, emotionales Gleichgewicht. Andererseits aber auch für Manipulation und spirituelle Krisen. Und wie? Das Letzte, was dein Geist braucht, ist noch mehr Chaos und Enttäuschung. Da war ein Kerl mit zwei Schwertern. Ah, das ist der König der Schwerter. Einer meiner Lieblinge. Oh, steht was Gutes an? Der König der Schwerter steht für Klarheit und höchste Vernunft. Aber wenn Emotionen überkochen,
kommen nicht einmal die gegen das Chaos an. Seine Wahrheiten sind oft erbarmungslos und schmerzhaft. Daher leben manche lieber eine Lüge, als sich ihnen zu stellen. Wow, bist eine echte Freundin, Misty. Danke. Obwohl ich immer noch nicht wirklich weiß, was ich davon halten soll. Ich denke, du bist zwischen starken Persönlichkeiten gefangen, die sich bekriegen. Sie wollen dich beeinflussen. Nur sind sie sich dessen nicht unbedingt bewusst. Das ist mir nicht neu. Tu das nicht ab, Vi. Dir bieten sich neue Möglichkeiten, neue Wege der Erkenntnis. Sie bringen dir entweder Erlösung oder Verderben. Die Entscheidung liegt wie immer bei dir. Du gestaltest dein Leben und dein Schicksal. Und welcher Weg ist der richtige? Bleib dir einfach treu, Vi. Dein Herz wird dir den Weg zeigen. Dir steht ein großes Ereignis bevor. Halte danach Ausschau. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Soll noch irgendwo eine Nebenmission sein, aber ich sehe die jetzt nicht. Über Victor. Nee. Da ist auch nichts. Okay, treffen wir uns mit Alex. Weiß nicht, was da jetzt passiert ist. Machen wir es einfach mal. Er sagt mir jetzt, ich soll hier durchgehen. Was? Wer weiß, wer auf dich hier wartet. Ach, er. Ach. Reptiloide! Ja, schon wieder. Ihr erkennt ja. Ja, komm, das. Ja. Das brauchen wir jetzt nicht machen. Lass uns das mit dem. Den blauen Augen. Jahrhunderte alte Kreaturen. Lass uns das mit dem optimalen machen. Ich habe jetzt keinen Bock auf den. Ich habe da jetzt keinen Kopf für. Ja, nein, danke. Hier spricht Kurt Hansen. Auf dich können wir nicht. Am Dienstag besuchen uns Vertreter der Scavenger für Geschäftliches. Unsere Freunde vom Balkan haben vielleicht. Hey, da bist du ja. Hab schon mal angefangen. Für die Nerven. Danke für die Einladung. Schön, dich zu sehen, Alex. Das ist lieb von dir. Ich hab dir geschrieben, weil ich mit jemandem reden wollte. Jemandem außerhalb der Firma. Aber auch kein Fremder. Ich wollte einfach mal die Mission vergessen. Mir mal nicht Gedanken darüber machen müssen, jemand anderes zu sein. Verstehst du? Okay. Worüber willst du reden? Naja, ich hab jetzt keine Agenda vorbereitet. Ich will einfach mal kurz ein normaler Mensch sein. Und zwar ich selbst. Einfach bloß, Alex. Das klingt gar nicht schlecht. Einfach den Söldner aus Night City hinter mir lassen. Genau. Also, wer bist du überhaupt? Gute Frage. Bei dem Scheiß, der in meinem Leben gerade los ist. Echt gute Frage. Auf die ich noch keine Antwort habe. Sag mal, denkst du manchmal darüber nach, wer du jetzt wärst, wenn dein Leben anders gelaufen wäre? Vielleicht wäre ich noch unterwegs mit meiner Familie. Ah, Nomaden. Ja, die Beckers. Sind wahrscheinlich gerade irgendwo im mittleren Westen, verdienen bei der Maisernte ein paar müde Eddies. Und abends lange Gespräche bei einem Bier. Sollen wir nicht doch der Snake Nation beitreten? Der endlose Himmel. Oder der Gestank von Chutu in einem dreckigen Motel. Das auch. Auf deine Gesundheit. Okay, jetzt du.
Wer wärst du anstelle einer Geheimagentin und Tarnkünstlerin? Schauspielerin. Oh, das kam flott. Ich wollte immer mal mein Gesicht auf einem Plakat sehen. Und ich liebe Musicals. Echt jetzt? Bin halt altmodisch. Also ja, ich wäre ein Braindance-Star. Hm. Hast du eine Traumrolle? Norma Desmond, Sunset Boulevard. Das sagt dir bestimmt nichts, oder? Keinen blassen Schimmer. Wundert mich nicht. Ist ein uralter Film. Ich habe eine Schwäche für tragische Figuren. Und ich sehe mich selbst in ihr. Wir wussten beide nicht, wann es vorbei ist. Auf deine zukünftige Schauspielkarriere. Du schaffst das bestimmt. Danke, Vee. Echt. Oh, ich liebe diesen Song. It's never what it seems when it's all I'm ever missing. And it feels as though I'm waiting. Oh. Morgen will ich 6 Stunden. And I don't need no head in my hands. To know I'm ever heading way south. I think I'll find it all somewhere between the ice and fire. Cause it's all I'm ever thinking. Du machst das nicht oft, oder? Tanzen? Nein, eher nicht. Ist das so offensichtlich? Na, ich meinte nicht das Tanzen, aber vergiss es. Bestimmt sehe ich dich bald auf BD-Plakaten. Keine Frage. Erst der Ruhestand. Ah, sieht es wirklich geil. Kommt da noch was? Bis bald, Vee. Ja, dann ciao. Da haben wir sonst noch irgendwas hier. Noch die eine Quest. Hey, ich habe den Code von Karen Exotics. Gute Arbeit. Wie? Eine Sache noch. Du brauchst neues Chrom. Ein Implantat für die Verhaltensmodelle. Ich schicke dir eine Klinikadresse. Man erwartet dich schon. Sag dem Ripper dort, du weißt von ihrer Sammlung über den Vereinigungskrieg. Dann weiß sie, ich schicke dich. Feindliche Agenten haben Dogtown. Gesundheit ist das Wichtigste. In unserer Mitte befinden sich die USA. Hab noch 3 Generatoren. Augen auf. Wenn ihr etwas Verdächtiges seht, meldet es.
Gestern Nacht gab's wieder eine Schießerei. Geile Bude. Wer wohnt hier? Hier hat mal Lina Marlina gewohnt. Die aus den Braindancers? Ist dir was passiert? Nein, sie ist nur nach Night City gezogen. Hat sich irgendein Macker geangelt, mit dem sie jetzt aufnimmt. Ach, gut. Reiche Arschlöcher gehören hier nicht hin. Hey, wollen wir rein? Vielleicht gibt's ja was zu holen. So, doch. Hallo? Hallo? Bist du Farida? Ja, hier ist geschlossen. Ich hab da was von Interesse für dich. Bezweifle ich. Hab gehört, du sammelst das Zeug aus dem Vereinigungskrieg. Mhm. Dann komm rein. Sorry, dass ich so abweisend war. Seit einem gewissen Flugzeugabsturz musste ich viel vorsichtiger sein. Ja, Reed ist ja schon hier. Schön, dich zu sehen. Gut, dass du da bist, Reed. Wir müssen reden. Das sehe ich genauso. Ich bin wegen Somi hier. Ich habe stundenlang versucht, alles zu kapieren, mich in ihre Lage zu versetzen. Ich wollte wissen, wie viel sie durchgemacht haben muss, um Hochverrat zu begehen. Du stützt deine Erwartung auf die, die du mal kanntest, nicht die, die sie jetzt ist. Der gemeinsame Nenner bleibt. Sie ist gefangen. Und nicht erst jetzt, sondern seit Monaten. Eigentlich seit Jahren. Das geht auf Meyers Kappe. Miese Verliererin. Drückt sich vor Verantwortung. Songbird, die Black Wall. Dreckige Tricks für den eigenen Vorteil. Wundert mich nicht, dass Somi keinem traut. Obwohl, vielleicht dir. Song soll dir vertrauen, nicht mir? Ist es das? Ich kann's ihr nicht übel nehmen. Ist meine eigene Schuld. Aber hättest du irgendwas anders machen können? Bestimmt. Irgendwas. Statt mich in Night City zu verkriechen, tausende Kilometer weit weg. Ihre Gefängniszelle wartet schon auf sie. Und das weiß Somi ganz genau. Das Wichtigste ist, dass wir sie retten werden. Nur das zählt. Meyers braucht sie lebend, okay. Aber ich glaube kaum, dass sie den Anschlag einfach vergessen wird. Meyers vergibt dir vielleicht nicht, aber ich schon. Was willst du mir verkaufen, Reed? Gar nichts. Ich will dich nur überzeugen. Okay. Wir befreien sie aus Hansons Klauen. Und was dann? Dann bringen wir sie an einen sicheren Ort. Stellen ein paar Fragen. Einigen uns. Sobald ich meine Antworten habe, helfe ich ihr zu verschwinden. So dass sie niemand findet. Nicht mal Meyers. Du willst ihr also ein paar Fragen stellen? Ich will ihren Standpunkt verstehen. Ich weiß schon, was ich zu hören kriege. Das System hat sie fast das Leben gekostet. Wie bei mir.
Und ich? Naja, meine Zeit ist eh vorbei. Aber Sumi kann ich noch retten. Sagen wir mal, ich glaube dir. Wie sieht dein Plan aus? Ich habe Kontakte in Europa. Wir finden die beste Klinik, die euch zwei wieder zusammenflickt. Sobald wir dieses Heilmittel in den Händen haben. Aber zuerst muss ich Sumi helfen. Ich befürchte, sie weiß überhaupt nicht, was sie tut. Du vertraust ihr nicht. Ich vertraue dem Dreck von jenseits der Blackwall nicht. Oder der dazugehörigen Paranoia. Beides spielt eine Rolle. Sie hat einen anderen Plan. Da bin ich mir sicher. Ich verstehe dich schon. Aber was heißt das jetzt genau? Ich habe was für dich. Kommt von unseren besten Leuten in DC. Eisbrecher. Eine Silberkugel gegen jeden gut geschützten Hacker. Farida integriert ihn während der OP in dein System. Damit wird Sumi innerhalb einer Minute bewusstlos. Wir können keine Risiken eingehen. Und wenn sie aufwacht, wird sie wieder zu Hause sein. Und das soll reichen? Die Software wurde kaum an jemandem mit Songbirds Talent getestet, oder? Man hat mir gesagt, das Programm kann ihre Schritte vorhersehen, noch bevor sie sie selbst kennt. Ist ein Faden zerschnitten, hat es den nächsten schon gefunden. Eine Präzisionswaffe, speziell für Gegenmaßnahmen. Sie könnte den Eisbrecher spüren. Wir reden nicht von einem 0815-Runner. Die Tech ist metaheuristisch und hyperaggressiv, entwickelt von einer Armee aus Experten. Selbst wenn sie was bemerkt, ändert das nichts. Niemand da draußen kann dagegen allein was ausrichten. Okay, wie benutze ich den? Schmeiß ihn an, wenn ihr beide mit dem Mainframe verbunden seid. Dann stehen Sumis Türen weit offen.